nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Und herzlich willkommen zu Bramble, The Mountain King. Mit dabei ist meine Wenigkeit. Schauen uns hier ein bisschen um. Sind mitten in der Nacht aufgewacht wegen einem Albtraum. Von einer guten Nachtgeschichte von unserer Mom anscheinend. So. Scheint sie mir Olle. Ich würde jetzt mal schätzen, so auf 10 Jahre. Ein bisschen jünger, denke ich mal. Ja. Dann schauen wir uns hier weiter um. So. Das ist wahrscheinlich die gute Nachtgeschichte. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon, the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid and she wanted to go home, but Bramble crawled around her arms and legs and she could not get away. And the girl was never seen again. Da hätte ich auch als kleines Kind Albträume bekommen. When you do not listen to your mother, especially you, Lilimor. Their mother had said before kissing them goodnight. Oh, das wollte ich nicht. Egal, das ist nix. Da kann man nicht auch machen. Gut. So, schauen wir mal. Gehen wir mal zur Mom. Und Dad. Und gehen den auf den Sack. Oder auch nicht. Und anscheinend haben wir keine Lust. Hier haben wir noch ein Bild. Weiß nicht, ob man so ein Bild in Kinderzimmer rein tun sollte, aber gut. Jeden das deine, ne? The darkness outside scared him. Windeseile umgezogen. Not being with his sister scared him even more. Ohne Licht. Nimmst du das Licht eh futsch. So, und dann beginnt sein Abenteuer, würde ich mal sagen. Von den kleinen Mountain King. König der Berge. So, das sind wir. The nearby forest was a familiar place during the day. Sind wir draußen, ganz allein in der Nacht. At night, it was a different story. Was bist du? Bist du ein Igel? Ein Igel! Schade. There was no trace of Lilimor, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Sachen, um nach ihr zu fragen. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Okay. Interessant. Mit Spacebar klettern. Na, eigentlich eher springen, oder? Ja, wie cool. Hab ich schön gemacht, finde ich. Mit den Pantoffeln oder. Wir haben doch ein Pantoffeln. Ja, Pantoffeln an. Keine Wanderschuhe wie in Deutschland.
Uiuiui. So. Gehen wir mal weiter. Werde mal da hoch. Schön balancieren. Nicht runterschauen. Bloß nicht runterfallen. Aber ich gehört, tut weh. Muss nicht sein. Bin so gespannt auf dieses Spiel. So. Gehen wir weiter hoch. Und dann rutschen wir runter. So. Ich muss mal kurz, weil bei mir hakt es ein bisschen. Komm mal auf Mittel. Komm mal auf. Sorry. So. Oh. Ach Gott. Aber angebissener Apfel, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Bar auf jeden Fall hier. A bite an apple. So. Hier ist anscheinend ein Baumhaus, was wir gebaut haben. Vielleicht ist sie ja da drin. Hätte ich auch am Anfang nachgeschaut, wenn ich klein wäre, aber ich glaube, ich wäre nicht mal rausgegangen. Ich habe eine Axt. Messer. Oh Gott. Würde ich meinen Kindern nicht kaufen oder machen oder schnitzen lassen? Hätte ich ja Angst. Und noch mehr. Oh, da ist. Jetzt kann ich das auch irgendwie nehmen? Ja. Also, ich weiß jetzt, dass da drin ein Schlüssel ist, aber wie kann ich den jetzt nehmen? F? E? Nein. E ist wieder. F? Will doch nur diesen Schlüssel haben. Geht doch. Mensch. Ich muss doch immer alles komplizierter machen, als es ist. Gehen wir mal weiter. Deine Mountain King. So. Dann rennen wir mal entlang. Kleines Jump'n'Run gibt es auch. Bam. Boah, wir sind Jump'n'Run Kings. Haben jahrelang Minecraft gespielt. Sag's euch. Hier ist versperrt, oder wie? Immer da lang. Okay. Aua. Habe ich mir wehgetan. Aber wie atmosphärisch dieses Spiel ist, ne? Musik passt. Ambiente passt. Richtig schön eigentlich. Eigentlich so ein richtiges Spiel zum Genießen und nicht so zum dumm rumlabern, wie ich es tue. A light in the dark. A symbol of hope. Spark of courage. Einfach eingepackt. Keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet, deswegen eingepackt. Hätte ich auch gemacht. Was singt denn da? Das ist unsere Schwester. Kleiner Motherfucker. Jawohl. Schauen wir uns mal an hier. Wer da rumsingt. Das ist auf jeden Fall schön. Schöne Klänge. Besser bist du es. Oh, das ist unsere Schwester wahrscheinlich. Schwester! What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully.
What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother. Lillemor bubbled. See if you can knock down this pine cone. Ah. Das ist cool. Hab die schön gemacht. Bam. Boah. Das ist eine coole Spielmechanik. Erinnert mich irgendwie an A Plague Tale, so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Das ist eine schöne. Oh oh. Ich möchte nicht so viel reden, weil ich möchte irgendwie die Ambiente kaputt zu machen oder so. Together, aber ich enjoy es auch richtig. Down deeper and deeper through the old ruin. Gott. Follow me, little brother. I will protect you, Lillemor said. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Wie krass ist die denn? Die sieht alle sein Spiel. Lillemor loved adventures, and Ulle loved Lillemor. Oh mein Gott. Die. Keine Ahnung. Mann, ich bin 8 Jahre alt. Warte doch auf mich. Kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich schnell bin. Fuck. Komm. Er hat immer noch meinen Stein. Ich meine, wir sind 50.000 Meter weit weggerutscht und jetzt? Das Einzige, was sie will, ist über Pilze zu springen. Pass auf. Gott, wie süß. Och Gott. Ah, ich liebe dieses Spiel. Oh Gott, was bist denn du? Frech. Oh, hinterher. Wo bist du, Lillemor? Bin nicht der Schnellste, wart auf mich. Oh Gott. Warum sind wir irgendwo, wo geht alles schief? Kann man ducken, okay. Ah, okay. Oh Gott. Also, warte.
Komm her. Ich trete dich wie ein Fußball. Komm mit, kleiner Mann. Gnomes are peculiar and playful creatures. Gnome. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. Hm. Hier irgendwo was machen? Nö, einfach nur anschauen. Ein Stück Gnome nur am Schlafen. Das ist doch voll schön, so ein Igel. Die haben sich echt Gedanken gemacht. Das ist ein schönes Spiel. Finde ich jetzt bis jetzt. Haben die echt schön gemacht. Du kleiner Ball, hast du irgendeinen Plan, was wir machen könnten? Ja. Oha. Oha. Angriff der Gnome. Ah. Und jetzt? Spielen wir Fußball oder was? Und. Da ist einer. Bam! Bin der Beste im Verstecken. Komm raus, komm raus, wo auch immer du bist. Die Babygeräusche, die verwirren mich richtig, Mann. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Drei sind's noch. Komm, Igel, du versteckst doch jemanden. Hier rechts noch irgendwo. No. Ja, ich finde euch schon. Da ist noch einer. Wo bist du? Du kleiner Zwerg. Irgendwo da oben oder was? Warte mich nicht! Der ist auch bei mir. Irgendwo hier. Doch blind, oder? Kann das sein? Ach, da. War da gerade einer? Nee, ne? Gott. Ja, von rechts, aber... Sehe niemanden von rechts! Jetzt muss ich mich echt konzentrieren. Sag mal, wo sind die denn? Sind doch nicht oben, oder? Da hinten kann man sich auch verstecken. Das finde ich jetzt frech. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Tut mir leid. Weiter habe ich jetzt nicht gedacht. Hier ist der letzte. Mann, ey. Vielleicht bin ich doch nicht der Beste im Verstecken. Und jetzt? Mach dir mit mir die Tür auf. Warum alle dagegen stemmen? Gut. In der Mitte. Hello. Hello. Mensch, meine Schwester. Gott, dieser Gnome ist so süß. So einen Gnome zu Hause zu haben, wäre doch bestimmt auch cool. Oh.
Und jetzt? Muss ich da rein? Nee, ne? Ach, ich muss ihn da reinlocken oder was? Geh rein! Ey! Bin ich Hirte oder bin ich ein Kind? Mein Gott. Komm her, kleines Viech. Setz dich auf. Komm her. Das ist unfair. Opa Zwerg, hilf mir doch. Seid echt freche Kreaturen, ne? Aber ich finde die Spielmechanik schön. Ein paar Minispiele. Eine schöne Abwechslung. Aber ich muss nur 4 Stück zum Glück reinmachen. Und 4. So, ich muss mal was trinken. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, sind das perfekte Team. Oh, wenn sie immer wegrennt. Ich spring auch. Und ich tue mir immer weh. Mann. Will ich nicht die Schwester spielen? Boah. Jetzt einfach so vom Frosch einfach aufgegessen werden. Das wär's doch. So schön die Atmosphäre. Ich bin auch ein Frosch. Froschkönig? Küss mich. Eine Kröte als ein Frosch, Mann. Wo lang muss ich? Muss ich davor wieder? War denn da? Nee, okay. Da, wo bist du? Ah, es wird langsam dunkel, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Halt auf mich. Kann sein, dass meine Schwester mich nicht liebt. Ja, ja, ich sprinte doch schon. Meine Schwester auch gar keine Angst gehabt, dass die so, ach, wenn der weg ist, ist er weg. Scheiß doch drauf. Die Blumen auch voll schön. They were both curious in different ways, while Lillimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. And suddenly, Ulle was alone again. Oh, Tinkerbell, warte auf mich. Und springen. Nein, 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 nein. Nein.
Ich wollte nur schwimmen gehen. Ach Mann. Das ist deine Schuld, Tinkerbell. Ich muss noch ein kleines Kind hier umführen. Mensch, meine Schwester immer. Oh, weia. Da bist du doch. Bin du? The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Also dieses Spiel kann beide Seiten, düster und schön. Deswegen liebe ich dieses Spiel jetzt auch schon. Diese gesunde Mischung aus beiden zu finden. Also, meinen größten Respekt an die Entwickler. Also, so wie ich jetzt hier so gesehen habe, könnte, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher so schwedische Entwickler sein. Dänemark oder so, so in der Richtung. Jetzt gehen wir wieder zu den Ruinen, ne? Mal wieder hier. Was ist mit meiner Kleidung passiert? Jetzt. Aber die haben da echt eine wunderschönen Schauplatz errichtet. Man muss auch erstmal drauf kommen, dass da irgendwie so ein Viech kommt und dann, ne? So Krampus-ähnlich oder was das war. Das war mal ein Albtraum wahrscheinlich, ne? Traumsequenz. Ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber ich habe Gänsehaut. Und das ist... Ich habe nicht jedes Spiel. Unser Frosch hat uns gerettet. Frog King made sure that his new friend did not drown. But without his sister, he felt like the loneliest child in the world. Was? He just wanted to find Lillimor and go home. Aber dann befindet er sich auf ein neues Abenteuer. Oder in ein neues Abenteuer. He had to find where the big troll had taken her. Voll. Okay, ja. Auch so ähnlich. Wie auch immer. Voll. Ist es dann doch schon eher. Ja, er ist anscheinend so mit Fabelwesen auch noch. Boah, so Einhörner und so wäre doch auch cool. Oh nein. Was ist passiert? Oh nein. Da bist du. Mit. Gott.
Oh, das nervt mich jetzt. Wieso musst du so traurig sein? Ich bin dafür nicht gemacht. Komm ich da hoch und bin es nicht. Einfach hochspringen? Hm. Ja, irgendwie von hinten hier hoch. Ah! Clever, clever. Oh, er will sein Kuscheltier? So, schau mal. Oh. Komm mit. Ja, komm mit. Gehen jetzt weg. Wir sind jetzt wieder hier, oder? Was so alles passieren kann nach ein paar Stunden. Und geh durch die kleine Tür? Na, wie cool. Jetzt ist süß. Komm hinterher, kleiner Mann. Okay. Nachts ist es dann doch eher eine nicht so schöne Ambiente. Da bin ich eher raus. Tot? Kann doch nicht meinen Igel töten. Der kleine Mann kommt nicht mehr hinterher, ne? Muss ich da runter? Oh, ich muss da runter. Was seid ihr? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ach du Heilige. Da ist eine Bärenfalle? Alter, dieses Spiel ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, ich war fast... glaube ich auch noch eine, ne? Wie soll ich da am besten? Achso, ich kann da hochklettern. Ach du Heilige, wie sich das gecheckt habe. Bin ich noch fünfmal gestorben. Alter. Dieses Spiel ist dann doch ein bisschen sehr... da bist du. Da ist der blöde Troll. Kleiner Petey, wo bist du? Oh nein. Ich rette dich. Boah. Oh nein, so. Ach komm. Den Sprung auf den Pilz hätten wir doch überleben können. Ey, ich bin in der Falle gespawnt. Nicht nochmal, okay? Ah. Mach mir mein Leben zu einfach, als es eigentlich ist. Mensch, Mensch, Mensch. Gehe ich nochmal rüber. Und rüber. Rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. So. Jetzt aber. Komm her, kleiner Mann. Okay, extra. Rum. Ich habe Angst. Hey. Was bist denn du? Ein Hund? Nee. Hirsch. Elch. Eieiei. Ich glaube, es sollte passieren, dass ich da reinfall. Kletter ich halt wieder raus. So.
Reisende kann man nicht aufhalten. Diesen Unterschied zwischen düster und schön, dieses Tag und Nacht, das halt so komplett unterschiedlich ist. Ist halt so krass und so gut gemacht. Bin verblüfft deswegen. Echt gut. Und ich bin mir sicher, es wird noch viel, viel besser. Viel besser. Ich bin erst am Anfang. Alter, wie krass. Der Arme. Geh doch da hoch. Oder da lang, ist recht. Nein. Geh da wieder hoch. Jetzt aber. Wo muss ich lang? Eigentlich geht er rein, oder nicht? Ah, ich muss mich ducken, oder? Hä? So. Gar nicht gecheckt. Ja, deswegen Kletterwänden, da muss ich erstmal nicht einfinden. Wir gehen doch gerade auf den zu, oder nicht? Wohin? Muss ich den jetzt chasen oder was? Nimm die Scheiße! Bam. Oh mein Gott! Nix da! Hey, das ist unfair! Unfair! Das spielt mit unfairen Mitteln! Nix da. Oh, oh mein Gott. Ha. Nix da. Nimm das. Oh. Nimm das. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Zack, zack. Oha. Nix da. Boah. Ey, das ist unfair. So. Schau, deine Arschloch. Ah, danke schön. Tschüss. Oh. Ja. Besser ist. Ich töte mich selbst. Wo lang denn? Ach, da. Wieder da. Es ist schlimm. Denk doch nicht, wenn ich gegen den Kämpfe, dass ich dann klettern gehen kann. Der kann mich doch einfach so wegnehmen und dann bin ich tot. Aber gut. Egal. Ulla wanted to cry. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now. He had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Ja, wir auch anscheinend geschrumpft, heißt, wir haben viel mehr Sachen als Gegner. Und Flo kann schon für uns lebensgefährlich sein. Oh nein! Nein! Ich muss meine Gnome retten. Meine Gnomenfreunde.
Komm. Oh, ich muss mich beeilen. Eil dich doch. Ey, nein. Pech. Ich rette euch doch schon. Haut nur ein bisschen. Ich bin nicht der Schnellste. So, zack. Weg damit. Kommt raus, meine Freunde. So glücklich. Oh, jetzt habe ich hier meine Gnomarmee. Ihr könnt mir gar nichts. Und schieben. Oh, das sind Bärenfallen. Renn nicht raus. Ehe. Sehe da nicht so viel. Mir gerade so weh im Herzen, es tut mir leid. Oh mein Gott. Bitte, passt auf. Bitte. Nein. 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 Tut mir leid, Mann. Mann, das tut mir voll weh im Herzen. Mann. Müsst ihr aber das machen? Ich bin gerade gnadenlos geschockt. Mein Gott. Gut. Wenigstens haben sie sich gefreut. Kurz vor ihrem Tod. Ich bin tot. Gott im Himmel. Was für Lift Control verstecken, Mann. Ich renne einfach durch das nächste Mal. Ach. Ay caramba, ay caramba, ay caramba. Ja, schau wieder zurück. Schau zurück. Warum solltest du denn jetzt auf einmal wieder rumschwenken, Mann? Eieiei. Come on. Schau weg. Ja, ich muss noch da lang. Ah, okay. Fuck. Schwimmunterricht. Oh nein, bitte nicht. Was? Auch noch Bärenfallen da drin oder was? Kann das nicht mehr. Das ist doch krank.
Es ist doch einfach nur krank. Wir sollten da durchkommen. Bin einfach vorbeigelatscht. Oh mein Gott. Das. Ey, der weiß doch, dass ich da bin. Ich muss da lang. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Kannst mich nicht sehen. Wie soll ich da jetzt hoch? Leid, Mann. Oh, 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 oh. Da ist eine Hand. Warum ist da eine Hand? Hand, schütze mich. Du bist jemand anderes. Du bist nicht der gleiche. Ich bin Troll, oder? Dein Zwillingsbruder. Der hässliche. Welchen da jetzt? Ah. Der Typ ist so mutig, Mann. So. Also, ich bin für den auch nur Spielzeug, oder? Ach du Heilige. Komm, nochmal auf ein neues. Jetzt weiß ich auch, wenn er da hinschaut und da hinschaut, dass es dann. Dass es da einen Unterschied gibt. Schau nach links, komm. Da ist nichts. Mit deinen langen Haaren. Oh, renn, 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 renn. Wer weiß, dass ich da bin. Kann man jetzt nicht eigentlich, keine Ahnung, der Kletterkönig nennen oder so? Das Spiel hat es schon in sich. Intensivität ist dabei. Und ich erschrecke mich da auch sehr häufig. Was ich eigentlich nicht möchte, aber gut. Muss ich kein Outlast mehr spielen. Habe ich hier. Nein, 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 nein. Ich hab den König getötet. Ich spiele Fußball. Au, au. Interessant. Ih, das sind ja noch voll die Maden. Was ist das? Weg, 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 weg. Wurde auch gegessen. Muss ich mich dann in den Maden verstecken? Weil der verfolgt mich ja so absichtlich, ne? Ich muss dann, glaube ich, auch den. Ja, da oben drauf dann.
schneller, 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 schneller. Er kommt direkt zurück. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, ich will keine Gnome mehr befreien, ne? Nein, ich mach das nicht, oder? Jetzt bin ich denn für ein eiskalter Motherfucker. Mann, Alter. Oh. Scheiße. Ich hab einfach diesen Gnom geopfert, Mann. Ich bin so eiskalt, ne? Ach du Heilige. Ja, alles von vorne. Ah, oh, schaff ich. Ich schaff's. Kommst mir nicht hinterher. Bam! Aber ich muss doch nicht den Gnomen opfern, oder? Ich meine, es hat mir gar nichts gebracht. Ich opfer doch nicht den Gnomen. Ich dachte es auch so. Oder schaffe ich das? Ah, komm, easy. Der Gnome muss halt noch weiter um sein Leben fürchten, aber vielleicht kommt er ja doch noch was. Dachte so, ich helfe dem Gnomen raus oder so. Nein, ich würd ihn einfach. Okay. Wo müssen springen raus? Werfe ich die Maus runter. Oder ich springe runter. Ist auch nichts Neues, ne? Gehe ich halt ganz nach oben. Wann kletter ich denn da gerade? Was ist das? Da irgendwas Totes auf jeden Fall. Pimmel drauf ist. Boah, ey, ich stelle mir gerade so vor, so geschrumpft und dann muss man. Ah, das ist nicht so geil. Sind wir jetzt wieder beim Butcher oder was? Ah, ich möchte nicht in seine Suppe rein. Glaub mir, schmeckt nicht so gut. Echt? Schmeckt nicht. Ich schmeck nicht. Oh, ist wie bei der Orbe. Du brauchst andere Gewürze. Sonne, geh bitte auf. Töte ihn. Und weiter und oh. Ja. Komm. Komm weg hier. Hey. Ich bin euer König, denn ich habe euer König getötet. Ach Gott. Macht mir. Ja, aber er ist auch böse, oder nicht? Au. Fällt ja richtig asozial. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr böse seid.
Geht weg mit euch in euren Spreißeln da. Ach, Gott. Ulla felt bad for the ill-treated giant. Hallo. Lemus might be big, but he had a warm stone heart. Oh Gott, süß. Lemus! Bringst du mich nach oben? All he longed for was a friend. His face scared away most. Kann ich verstehen. Da würde ich auch rennen. Kein Gesicht. Jetzt mit. So, it seemed like he had found one. Und let's go. Der oder weiter? Aber weiter. Ins Unbekannte. Ins Unbekannte nicht. Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht, ne? Kann mal kurz schauen nebenbei. Wie lange geht Bramble? The Mountain King. Hey, das war eine Falle. Oha, kann ich jetzt die Dinger töten? Also geil. Hell. Schöner Anblick. Mich gibt's heute nicht zum Mittagessen. Ulle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. So, let's go. At least he had found the stone again. Hat er wenigstens etwas wiedergefunden. Braucht er nur noch seine Schwester. Like it was his sister's way of telling him he was on the right path. On the right path. Geh mal da runter. Das war's aber mit der Folge, weil wir nehmen schon eine Stunde auf und dieses Spiel gibt 4,5 Stunden. Heißt, wir machen das so 4 Teile, denke ich mal. Es ist auf jeden Fall richtig schön, das zu spielen mit euch. Ich habe richtig viel Spaß an dem Spiel. Und dieses Spiel auch sehr derbe. Das erste. Und ja. Oh Gott, wer bist denn du? Komm her. Komm her. Naja, ich würde mal sagen, gehen wir hier noch bis zum Ende hin und dann genieß mir den Ausblick. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde, es ist ein Meisterwerk. Jetzt schon. Es ist nämlich richtig schön. Hat eine schöne Ambiente und ein schönes Wechselseitige von düster und wunderschöne Ambiente. Ja, haut rein und ciao. Leute.